Das Oktoberfest ist wieder da. Endlich wieder bayerische Lebensfreude in all ihren Facetten. Die ganze Welt darf jetzt wieder Münchens U-Bahnen vollkotzen und Spaß haben. Enges Gedränge, mir wurde der Schuh ausgezogen und ein Kumpel ist gegen Zaun gebrettert. Aber war ein gutes Erlebnis, ne? Würde ich wieder machen. Und alles ganz ohne Corona-Beschränkungen. Eigentlich eine tolle Nachricht, vor allem für alle maßnahmenkritischen bürgerlichen Leute wie ihn hier. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt, endlich wieder Wiesn. Er hat jetzt allerdings ein Problem damit, wer genau da feiern geht. Kein Fleisch für Sie, aber Schlachtplatten für den Tisch von Ricarda Lang. Masken für Ihre Kinder, aber maskenfreie Wiesengaudi für die grünen Apparatschicks. Warum Julian Reichelt sich mal wieder über die Grünen aufregt, warum die sich tatsächlich taktisch doof angestellt haben und was das Oktoberfest damit zu tun hat, jetzt. Ihrer aufziehenden Armut. Die Wiesn, die einzige Zeltstadt für Ausländer, die Bayern gerne aufbaut. Nach 2 Jahren ohne Oktoberfest wird jetzt wieder gefeiert. Natürlich mit prominenten Gästen. Zum Beispiel Grünen-Parteichefin Ricarda Lang mit ihrer Parteikollegin Claudia Roth. Hier zu sehen, nachdem sie die Tischreservierung für 69 Euro verhökert haben. Die Parteielite der Grünen auf dem Oktoberfest. Das erhitzt jetzt die Gemüter. Zum Beispiel das von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt. Und was machen unsere Lieblingsgrünen? Sie sitzen am VIP-Tisch im Festzelt und merken nicht einmal, was diese Bilder in diesen Zeiten auslösen. Wir hier oben, die da unten. Ja, und nicht nur Reichelt wirft denen jetzt vor, das ist doch Doppelmoral. Weil die Grünen haben in der Ampel erst ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Darin wird zum Beispiel die Maskenpflicht in Fernzügen verlängert. Und die Länder können noch mehr Maßnahmen beschließen, wenn sie das für nötig halten, also 2G-Regeln und so weiter. Viele halten sowas mittlerweile für übertrieben. In anderen Ländern hört man nämlich immer öfter das. The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. Deutschland ist da vorsichtiger und das passt vielen nicht. Andere Länder erklären die Pandemie für beendet, aber wir machen weiter. Wie kann das sein? Es gibt hier einen Scheißdruck. Die Bild ist jedenfalls schon fast schadenfroh und malt sich aus, was Bidens Ankündigung so für Gefühle bei Karl Lauterbach ausgelöst haben muss. Er ist ja jetzt Gesundheitsminister und kann nicht einfach mal so drauf los twittern, wenn ein US-Präsident das sagt. Wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, wie es Karl Lauterbach in den Fingern juckte, wie er sein Handy schon in der Hand hatte, Twitter geöffnet. Nachts. Und dann ein Ministeriumssprecher vermutlich sagte, Herr Minister, Sie dürfen das nicht machen. Aha, naja, also ich meine, natürlich kann der Bundesgesundheitsminister twittern, dass seiner Meinung nach die Pandemie noch nicht vorbei ist. Hat er aber nicht. Und wir wissen sogar warum. Oh Gott, was sagt denn der Präsident da? Das entspricht doch gar nicht den Studien aus Harvard. Oh, wo ist mein Handy? Das muss ich sofort twittern. Oh, der gute Lachsviech, der Lachsviech. Oh, jetzt aber gleich twittern. Oh, jetzt habe ich auch noch den Salzstreuer umgeworfen. Das bringt doch Unglück. Oh nein, überall so viel Salz. Jetzt ist da auch Salz dran. Nein. Ah, schöne Scheiße. Dass die Grünen die ersten neuen Maßnahmen beschlossen haben, jetzt ausgerechnet aufs Oktoberfest gehen, das passt für manche nicht ganz zusammen, weil alle hier wissen, dieses Oktoberfest wird die Infektionszahlen nach oben treiben, teilweise verdreifachen, vervierfachen möglicherweise. Das hat die bisherige Volksfestsaison in Bayern gezeigt. Juhu! Auf der einen Seite sollen wir also weiterhin alle vorsichtig sein, auf der anderen Seite sitzt die Politik mit tausenden anderen im Bierzelt. Und das lässt Leute wie Reichelt jetzt ausrasten. Eigentlich ist der ja nämlich gegen die Maskenpflicht. Aber wenn die Grünen keine Masken tragen, weil es im Moment keine Vorschriften gibt, wittert er Doppelmoral. Das ist eine interessante Logik. Warum steht in eurem Demo kein einziger Lauterbach-Witz? Du hast uns doch die Lauterbach-Gags verboten. Ach ja, und seit wann hört ihr auf mich, Feiglinge? War ja auch ein bisschen platt, wirklich. Und deshalb sollen die Leute darauf verzichten? Wir halten uns doch an die Regeln. Das ist Comedy, das ist nicht euer Job. Und Corona ist nur das eine große Wiesn-Aufreger-Thema. Denn wir haben ja nicht nur Pandemie, sondern auch Energiekrise. Wer daran nun schuld ist, darüber streitet die Ampel seit Monaten mit der Union. Markus Söder hatte dabei Sandra Maischberger jedenfalls eine klare Haltung. Nirgendwo in Deutschland sind kaum Netze gebaut. Warum? Weil die Widerstände von überall enorm sind. In Bayern kann ich Ihnen sagen,
Ich war da immer dafür, aber kaum eine Chance. Der Markus ist immer für das Richtige, manchmal sogar schon im Nachhinein. Er sagt also, die anderen sind schuld. Das wollte Sandra Maischberger ihm allerdings nicht durchgehen lassen. Ich sage immer, das ist, also wenn mein Sohn nach Hause kommt und sagt, ich habe eine 5, die anderen aber auch. Das ist aber nicht das Einzige, worüber wir sie gestritten haben. Manchmal fühle ich mich einfach von der Politik alleingelassen. Was hilft denn Ihrer Familie gegen diese Einsamkeit? Bei mir hilft da nichts. Also wenn mein Sohn traurig nach Hause kommt, sei ihm, die anderen haben Balulis abonniert. Abonnier doch auch. Ist aber im Prinzip eigentlich auch egal, wer wem den schwarzen Peter zuschiebt. Klar ist nur, die Situation ist angespannt. Beim Gas ist es so, dass eine Erhöhung von Verdreifachung, vielleicht sogar Vervierfachung droht. Fliegt uns jetzt also im Winter unsere Gesellschaft um die Ohren? Es kann sein und muss nicht sein. Beruhigter bin ich nur, wenn jemand sagt, beruhig dich. Man muss also sparen. Die Wiesn steht aber für alles andere als Sparsamkeit. Die braucht nämlich verdammt viel Energie. Es muss natürlich in ganz Deutschland Gas gespart werden. In öffentlichen Gebäuden wird die Heizung heruntergedreht. Und gleichzeitig wird eine Wiesn stattfinden, die so viel Strom verbraucht wie 1200 Haushalte und 85 Einfamilienhäuser an Erdgas. Das ist eine ganze Menge. Und das kann man natürlich kritisieren. Aber ich soll verzichten? Energieverschwendung beim Oktoberfest erregt Gemüter. Und weil eben auch ein paar Grüne dahin gehen, haut Julian Reichelt jetzt ordentlich drauf. Die grünen Politiker, die in den letzten Monaten so hart dafür gearbeitet haben, die Kraftwerke abzuschalten, die mal unseren Wohlstand gesichert haben, können endlich an prallgedeckten Tischen in grell beleuchteten, hochgeheizten Bierzelten auf sich selbst anstoßen. Moment, halt. Ist er da gerade kurz davor, aus Versehen den Klassenkampf auszurufen? Naja, dass auch alle anderen Parteien aufs Oktoberfest gehen. Egal. Bei den Grünen sieht's eben noch mal ein bisschen blöder aus. Vor allem, wenn aus derselben Partei halt solche Tipps kommen. Was früher die Zwei-Stufen-Regelung bei der Klospülung war, ist heute die Nachtabsenkung bei der Heizung. Ja, denk mal drüber nach. Ich glaube, er hat da gerade gesagt, dass er nachts in die Heizung scheißt. Aber gut, er meint damit das. Tagsüber, wenn Sie sich in der Wohnung aufhalten, wird geheizt. Und nachts, wenn alle schlafen, wird die Heizung runtergefahren. Einfach vorm ins Bett gehen, den Thermostaten runterdrehen. Und der schlaue, nette alte Herr hatte noch ganz andere Tipps. Liebe Mitbürgerinnen und Klospülung, nachts, wenn alle schlafen, geht es mir um Gemeinschaft mehr denn je. Hier in Baden-Württemberg. Sex nicht nur digital, sondern auch bei Ihnen vor Ort. Seien Sie also dabei und lassen Sie uns gemeinsam schlafen. Sex. Ja, Markus, verzichtest du denn wegen der Energiekrise auf einen Wiesnbesuch? Ja, ich verzichte. Jedes andere Jahr auch. Und wie findet ihr die Diskussion? Stimmt ihr der Kritik zu oder sagt ihr eher? Das ist nur für kurze Zeit der Oktoberfest-Abo-Button mit extra Umdrehung. Hier ein weiteres Video von uns. Und hier, warum sind Strom und Gas gerade so teuer? Von Mr. Wissen to go.